Danke. Oh, ich habe noch gar kein Bild an. Jetzt sieht man mich auch. Also schön, dass du heute hier bist. Na, ihr Lieben, ich habe ganz viele Leute live gesehen. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du es rausgewagt hast aus deiner Komfortzone und live gegangen bist. Ja, schreib mal in den Chat, wenn du live warst, schreib mal ein Live in den Chat. Richtig, richtig, richtig cool. Ich habe echt viele Leute gesehen, die live waren. Guckt euch das mal an. Mega gut. Richtig gut. Wer von euch war nicht live? Schreibt mal eine 2 in den Chat. So, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ihr heute noch tun dürft. Setzt die Dinge wirklich um, die wir euch mitgeben. Ja, das ist so extrem wichtig, dass ihr hier vorwärts kommt. Und wie ich schon angekündigt habe, ja, heute ist so eine kleine Q&A-Session. Ich hoffe, ihr habt Fragen vorbereitet und es ist nicht so, jetzt warte ich mal, bis jemand die Frage stellt und dann warte ich hier 10 Minuten und dann beenden wir den Call, sondern dass wir wirklich auf Fragen eingehen. Alle Fragen zum Thema Network, alle Fragen zum Thema Social Media oder ähnlichem, schreibt das alles. Nadine, du schreibst, du bist krank gewesen. Naja, krank ist man ja trotzdem zu Hause. Also ich glaube, dein Chef macht nichts, wenn du zu Hause bist. Na, aber deswegen... Haut alle Fragen raus, die ihr habt. Dann kann ich dementsprechend auf alle eingehen. Ja, bitte sei nicht die Person, die jetzt wartet. Oh, hoffentlich schreibt jemand die erste Frage, dann kann ich danach schreiben oder sonst irgendwas. Sondern lasst uns hier wirklich diesen Chat mit Fragen füllen, dass ich dementsprechend darauf eingehen kann. Das wäre wirklich gut. Ja, sonst wird das hier eine kurze, knackige Quickie-Runde. Und dann war es das auch schon. Ich warte jetzt einfach ganz kurz, bis die ersten... Fragen kommen. Was machst du, wenn Menschen nach gutem Kontakt lange nicht antworten? Was schreibst du da? Also erstmal ist es ganz normal nachfassen. Erstmal ist es ganz normal ein Follow-up. Ja, hey, vielleicht ist meine Nachricht im Alltagsstress untergegangen. Wollte man nochmal nachfragen, wie geht's dir? Ja, wenn dann nichts kommt, dann kann man nochmal fragen, hey, ich wollte mich nochmal bei dir melden, es war so ein toller Kontakt. Ja, erzähl mal, wie ist dein Tag heute gelaufen? Und was bei mir auch immer gezogen hat, so im dritten oder vierten Versuch, du, habe ich eigentlich was falsch gemacht, dass du mir nicht mehr antwortest? Schlechtes Gewissen auslösen war immer gut. Nee, oh Gott, ja, ich war nur im Stress, alles gut. Ja, deswegen, genau so würde ich das Ganze angehen. Wie wird man nicht gesperrt auf Insta? Gestern wurde ich bei Stories reagieren gesperrt. Vielleicht nicht zu schnell auf zu viel reagieren. Aber normalerweise, so wie wir es machen, mit dem 10-Minuten-Rhythmus, sollte da sehr wenig passieren. Ja, sollte. Also ich würde es halt immer auf diese 10-Minuten-Sequenzen machen und dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Gibt es noch Tipps bezüglich dem Reel-Posten? Also auch viele Menschen markieren, eine Frage stellen für Kommentare und so weiter. Reels. Reels ist so ein Thema, ich finde es super spannend. Ja, und ich kriege gerade richtig viele Kommentare mit, oh, kauft doch keine Follower und was weiß ich. Aber Reels sind wirklich das, was Reichweite bringt. Ja, bei den Reels, ganz ehrlich, vollkommen egal, wen ihr markiert. Hashtags ausprobieren, welche gut funktionieren. Nachher ist das ein Zusammenspiel aus der Hook. Hook ist sozusagen diese Beschreibung, die man dem Post gibt. Ja, dann ob der Text etwas hat, worüber die Menschen sprechen können. Wenn ich jetzt mein Reel von gestern nehme, so dieses System, ja, dass Eltern nicht so viel Urlaub haben wie die Kinderferien, der hat so viele Kommentare, die sich gegenseitig haten, aber ist mir vollkommen egal, weil das bringt Reichweite. Ja, deswegen immer ein bisschen was auch schaffen, über das die Menschen diskutieren können. Das ist wichtig. Ja, und gleichzeitig Unterhaltung. Ja, ihr müsst ganz einfach verstehen, die meisten Menschen wollen noch nicht großen Mehrwert haben. Die meisten Menschen sitzen abends auf der Couch und wollen Netflix gucken oder sonst irgendwas. Und da scrollen die TikToks durch. Und die lustig sind, ja, und die sie lustig finden, nicht das, was du lustig findest, sondern was die meisten lustig finden. Das schauen sie sich an. Ja, und das ist wirklich das, was ich mache. Ich schaue mir Reels oder TikToks an, nehme nur die, die extrem viel Reichweite haben und die versuche ich nachzumachen und einfach genauso umzusetzen. Genau. Wann erfahren wir mehr darüber, wie man auf Facebook Abonnenten bekommen kann? Boah, Facebook-Abonnenten, ich finde, da brauchen wir schon so ein bisschen fast einen Namen und so weiter. Also auf Facebook-Abonnenten finde ich ein schwieriges Thema. Ich würde mich auf Facebook einfach connecten. Freundschaftsanfragen stellen, die nehmen auch regelmäßig, also wenn man über die Gruppen geht und mit denen geschrieben hat, die nehmen auch echt sehr, sehr einfach die Freundschaftsanfragen an.
Ja, und dann könnt ihr da mit denen in Interaktion treten. Aber Facebook-Follower, das ist schon ein bisschen verrückter, sage ich mal. Genau. Wie ist das bezüglich Werbung? Marco, wie meinst du das ganz genau mit der Werbung? Vielleicht willst du da nochmal drauf eingehen. René, vielleicht nochmal das Thema von gestern. Ich frage mich noch, wieso wir die Quote erst in der Story posten, dann erst als Reel. Grenzen wir da unsere Reichweite mit Reel ein und wenn die Leute schon auf die Story reagiert haben? Ich habe es nur so weitergegeben bekommen. Ich denke jetzt mal selber, wenn wir das erstens als Story haben, dann reagieren da viele Leute drauf. Wenn auf eine Story viele Leute reagieren, merkt Instagram, der Algorithmus, dass wir aktiv sind, dass wir ein Publikum haben, das aktiv ist. Ja, und bei den Reels wollen wir eher haben, dass die Leute auf die Reels reagieren, dass das Reel sozusagen mehr Reichweite bekommt. Deswegen zusätzlich dieses Reel posten, damit da die Leute dann drauf reagieren können. So schätze ich jetzt mal das Ganze ein. Keine Ahnung, kann auch anders sein, aber so würde ich das Ganze jetzt mal einschätzen. Bei mir hat es jetzt noch nicht so krass geklappt mit den Reels, aber 3.000 bis 6.000 Views hat es trotzdem bekommen. Also es ist auf jeden Fall in Ordnung. Geht natürlich mehr, muss man einfach mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht klappt es auch nachher doch nur mit einem Namen, weil Fraser Brooks hat halt trotzdem einen Namen. Ja, ein Bodo Schäfer hat einen Namen und so weiter. Deswegen, genau. Bei gewissen Posts, zum Beispiel mit Produkten, müssen Influencer diese auch als Werbung kennzeichnen. Zählt das für uns auch? Machen wir denn Werbung für irgendwelche Produkte? Also ich habe noch nie irgendwie Produkte in meiner Werbung beworben und das muss man ja nur, wenn man dafür Geld bekommt. Na, IM zum Beispiel, also ich mache nicht Werbung für IM. Na, ich mache Werbung für den Lifestyle, ich mache Werbung für Network Marketing, ich mache Werbung für Trading. Aber letztendlich IM, das ist ja genau das, da mache ich im Gespräch dann. Aber ich sage ja nicht, das hier ist IM, das kostet so viel Geld und da musst du jetzt dabei sein. Na, deswegen würde ich da sagen, eher ein bisschen weniger. Ich habe im Moment keine Ideen, was ich in Stories oder Beiträgen posten kann, weil ich fast nur liegen darf. Hast du oder irgendwer im Call Ideen? Also, wenn du liegst, kannst du als Beispiel eine Story machen, ey, seit Tagen darf ich nur liegen. Ging es dir auch mal so? Ja. Hast Dann du kannst gesehen, du, dass die im Leben? genau, kannst du Ah, zum ist Beispiel ja. sagen, seit Tagen darf ich nur liegen. Hast du Ideen, was ich alles im Liegen machen kann? Ja, es gibt manchmal ist es so einfach. Ja, und wenn nicht, dann nutzt, ja, also schau mal, ist vielleicht ein kleiner Tipp. Wir haben ja bis Montag das Ziel, uns mit 100 Leuten zu connecten. Jetzt sind wir aktiv am Connecten. Wisst ihr, was am einfachsten zu connecten ist? Mit Leuten, die deine Stories schauen. Was habe ich also heute für eine Story gemacht? Hey, was trinkst du am Morgen lieber? Kaffee oder Tee? Wisst ihr, wie viele Leute daran teilgenommen haben? Ich sag's dir gleich. Kaffee oder Tee? 117 Leute haben für Kaffee gestimmt, 46 Leute haben für Tee gestimmt. Das heißt, ich habe roundabout 160 Leute, die ich anschreiben kann. Davon sind vielleicht die Hälfte im Team, aber der Rest nicht. Wenn die mir antworten und ich noch eine Frage hinterher schreibe, bin ich schon connected und kannst mir in die zweite Spalte schieben. Ja? Und so könnt ihr diese This or That fragen. Kaffee oder Tee? Burger mit oder ohne Gurke? Nutella mit oder ohne Butter. Es gibt so viele Sachen, die da gut funktionieren. Habe ich sogar gesagt, mit oder ohne Gurke. Hört es mir wieder nicht zu. Also von dem her, da gibt es so viele Sachen, die könnt ihr in eure Story posten. Ja, dann reagieren die Leute auf eure Stories. Ja, und dann könnt ihr mit denen in Kontakt treten. Ich erinnere mich bis heute an die Jessie. Ja, da habe ich damals eine Umfrage gemacht. Reist du gerne? Die hat dann teilgenommen, hat geschrieben, hey, du hast an meiner Umfrage teilgenommen, dass du gerne reist. Wie oft reist du denn im Jahr? Ja, zweimal du, Simon, ich wollte eigentlich, ne, erstmal reist, also die Frage einfach nur nochmal stellen. Du hast an meiner Story teilgenommen, du hast gesagt, du reist gerne, stimmt das? Dann hat sie mir geschrieben, ja. Dann habe ich geantwortet, hey, okay, cool, wie oft verreist du denn im Jahr? Ja, einmal, wenn es hochkommt.
Okay, cool. Und dann hat sie direkt im nächsten Satz geschrieben, du, aber ich wollte eh schon länger mit dir in Kontakt treten. Jetzt bin ich ja eh schon mit dir in Kontakt. Deswegen, du, wie sieht's denn aus? Ja, was machst denn du da? Ich will nicht, dass Krieg auf meinem Profil ausbricht, zwecks Nutella mit oder ohne Butter. Genau das will ich. Also Leute, wisst ihr was? Wisst ihr, was der beste Titel ist, um eine IM-Präsentation auf YouTube hochzuladen? Ist I Am Mastery Academy Scam? Was werden die Leute angucken? Opportunity Call oder ist I Am Academy Scam? I Am Academy, Schneeballsystem oder nicht? Fragezeichen. Nach was googeln denn die Leute? Sind wir doch mal ehrlich, wenn Menschen sich für IM interessieren, dann spielt ihr der Kopf ihnen ja den Trick. Oh Gott, du musst Ausreden finden, dass das nichts für dich ist. Das heißt, sie suchen so lange nach negativen Dingen, bis sie ja eigentlich etwas gefunden haben. Stell dir vor, und dann ist ganz groß ein Video. IM, ist das Scam? Ich klicke drauf, ich gucke es an und denke da, oh Scheiße, eigentlich ist es echt nicht Scam. Genau, die Diskussion will ich ja haben. Genau deswegen habe ich gestern diese Story oder dieses Reel gepostet, ja, mit den Ferien, mit den Kindern und so weiter. Inzwischen habe ich da drauf 210.000 Views. 216. Und ich habe 237 Kommentare, 237 Leute, mit denen ich mich connecten kann. Ich will ja genau diese Sachen. Weil das bringt ja Zündstoff. Messi oder Ronaldo. Darüber streiten sich die Leute, deswegen nehmen sie dran teil, weil sie ihren Senf dazugeben wollen. Apple oder Samsung. Hallo. Jeder streitet sich Hallo. darüber. Aber das sind genau die Themen, die so einfach sind, wo man so einfach die Leute catchen kann. Und die Leute jetzt bei mir zum Beispiel, wenn die an Samsung teilnehmen würden, würde ich sagen, okay, krass, du hast echt einen Samsung? Was hat dich dazu bewogen? Ja, dann sagt ich so ein bisschen, ich so, okay, cool. Ja, und dann kannst du schon wieder in der Aktion gehen. Ich so, krass, ich habe gelernt, dass alle erfolgreichen Menschen ein iPhone haben. Dann sagt die Person, das stimmt jetzt aber nicht. Sage ich, bist du denn erfolgreich? Nee, ich sage, boah. Hallo. Ist irgendwo ein bisschen Krieg. Ich trigger die Person ein bisschen. Das hat geklappt. Dann fragt die, was ist denn für dich erfolgreich? Ich so, naja, 25.000 im Monat zu verdienen. Wie viel verdienst du? Zwei. Was, du verdienst 25.000? Es ist so einfach. Und man kann so leicht dann von diesem Ding weglotsen. Ja, von dieser Frage. Aber wir brauchen ja erstmal etwas, woran die Leute Spaß haben, daran teilzunehmen und ihren Senf dazuzugeben. Und das geben sie halt meistens bei so einfachen Sachen, bei einfachen kritischen Sachen. Ja, das ist einfach das Thema. Deswegen. Und Krieg auf einer Insta-Story, also ich weiß nicht, den Krieg kriege ja nur ich mit, wie viele Leute an den Umfragen teilnehmen. Wie, du hast keinen Weihnachtswald? Ich wusste nicht, dass du so arm bist. Ja. Und also deswegen nutzt es aus. Ihr könnt euch richtig gut mit den Leuten connecten. Nichts Einfacheres als das. Was ist dir wichtiger, Zeit oder Geld? Die meisten Leute sagen Zeit. Dann fragst du, ja, hast du genug Zeit? Ja, nee, ich muss arbeiten. Ja, warum? Ja, weil du Geld verdienst. Wenn ich Geld verdienen muss, sage ich, okay, ist dir doch Geld wichtiger als Zeit? Nee. Ich sage, okay, du hast also nur noch keine andere Möglichkeit gefunden, wie du aus Geld mehr Geld machst, weil du musst ja bisher deine Zeit gegen Geld tauschen. Ja. Okay, cool. Hey, ich hab da was. Ja, also deswegen. Denkt einfacher. Denkt einfacher. Genau das brauchen wir doch. Ja, wenn ich nur Posts und Reels machen würde, würde die Leute zustimmen. Oh mein Gott, ich würde gar keine Reichweite. Viele Q&A. Also, ich habe festgestellt, dass die Leute seltener daran teilnehmen, wenn jetzt als Beispiel irgendwie so ein Fragebutton ist und die da was reinschreiben müssen. Einfacher ist es wirklich eine Umfrage zwischen zwei Sachen. This or that. Ja, das ist das Einfachste.
Dann nehmen da regelmäßig Leute teil und dann nehmen auch deine Freunde teil. Weil alles, was mit Business zu tun hat, sagen deine Freunde, lass mich in Ruhe. Und dann kommt Nutella mit oder ohne Butter. Oh, da muss ich meinen Senf dazugeben. Eine rote Wurst für die Ostblock-Leute, die kennen das ja nicht so. Aber hier für alle Schwaben, rote Wurst mit Ketchup oder mit Senf. Pommes mit Ketchup oder Mayo. Das sind ganz einfache Fragen, wie man tagtäglich Pizza mit oder ohne Ananas. Ja, Mann. Dürfen Früchte auf eine Pizza? Salvo macht direkt so. Als Italiener sagt man, no way. Ganz einfache Sache. Ja, also ihr könnt da wirklich so kreativ sein. Ihr könnt sogar in Google eingeben, this or that fragen. Da gibt es so unfassbar viel. Ja, das ist wirklich crazy. Deswegen nutzt es unbedingt. Pizza mit Ketchup. Okay, jetzt übertreibt sie vollkommen. Ja. Mein Papa einmal gegessen. Ich nicht. Maultaschen. Angebraten oder in der Suppe? Gibt so viel. Aber wir können da ewig weitermachen. Guck mal, dass wir noch ein paar Fragen zusammenbekommen. Im Salat. Herr René, wie der will gesund leben, der Kerl. Bringt auch nichts. Habe ich auch schon mal gegessen, ja. An der Kreativität mangelt es mir. Also Leute, so kreativ bin ich auch nicht immer. Aber man kann auch googeln. Kann ganz einfach googeln. Man kann so viele Sachen. Ja, ich erfinde die Sachen auch nicht neu. Also jetzt gerade auch bei den Reels. Ich glaube, ich bin der kreativste Mensch. Ich gucke mir einfach die Reels an, die am erfolgreichsten sind und genau die mache ich nach. Zählen Abstimmungen. Ich glaube ja. Ich glaube schon. Ja, ChatGPT kann auch helfen. Nenne ein paar This or That Fragen. Was kann ich in Reels packen? Und so weiter. Na? Also gibt unglaublich viel. So, Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. Du kannst ja eigentlich auch also eine Story machen und die Leute fragen, was kann man in Reels packen? Ja. Wenn du dich ganz blöd anstellst, oder? Klar. Eigentlich voll gut. Was mache ich, wenn ich schon die perfekte Überleitung hätte, aber mit der Person seit gefühlt gerade eben erst in Kontakt getreten bin? Dann warte 2 Tage, 1 Tag. Und dann stell die Frage, dass es nicht direkt aus dem Text kommt. Ja, ich habe es jetzt mit der einen auch so ein bisschen rausgezögert. Oder gibt auch Leuten erstmal ein bisschen Value, um sie hinzuführen. Als Beispiel. Ja, ich hatte heute eine Person, die ist Model und die postet echt richtig gute Bilder. Also richtig gute Bilder. Ja. Und da habe ich ihr nochmal auf ihre Story reagiert. Ich so, ey, du, darf ich dir mal wirklich ein Kompliment machen? Also die Bilder, die du postest, das ist wirklich unglaublich toll. Und im nächsten Satz wollte ich hier schreiben, versuch doch mal die Sachen als Reel zu posten, dann kriegst du viel mehr Reichweite. Und in dem Moment schreibt sie, ja, nur meine Reichweite wächst nicht. Ich so, guck mal, seit 2 Wochen nutze ich regelmäßig Reels. Ja, von deinen Shootings, lass doch mal Videos machen. Ja, und poste das als Reel, da kriegst du bestimmt noch viel mehr Reichweite, weil Instagram pusht gerade genau diese Reels. Dann habe ich ihr meine Statistiken geschickt, habe gesagt, seitdem folgt sie mir, sie hat sich bedankt. Ging ganz einfach. Ja, oder die nächste Person, die war, also, ne, die hat heute ein Reel von mir nachgemacht, hat mich sogar darin markiert, ist Schauspielerin. Und irgendwann habe ich gefragt, so, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Ist das Hauptberuf? Die so, ja, also mit dem Geld ist immer noch so ein bisschen das Thema, schwierig. Also sie kriegt halt nur die Sachen über Instagram, hat halt keine Sicherheit, bla bla bla. Da hätte ich schon direkt überleiten können. Aber da habe ich auch nur so ein bisschen einen Trigger dagelassen. Ich so, ja, kann ich voll verstehen, ja, wenn man einfach darauf angewiesen ist. Deswegen, ich habe mir zum Beispiel ein passives Einkommen online aufgebaut.
damit ich genau diese Sicherheit habe und mich auf die Dinge fokussieren kann, die mir richtig Spaß machen, wie zum Beispiel Modeln oder ähnliches. Habe ich nur so dagelassen. Fertig. Danach hat sie nochmal irgendwas geantwortet und jetzt schreibe ich ihr morgen oder übermorgen, du sag mal, ich habe sogar von dir geträumt. Ich habe von dir geträumt, weil du bist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Du hattest so eine sympathische Stimme. Ich glaube, du hast ein Riesenpotenzial, mit deinen über 60.000 Followern in meinem Business richtig abzugehen. Und ich habe davon geträumt, du bist gestartet und du hast innerhalb von einem Monat ein passives Einkommen von 1.000 Dollar, warst ultra happy und konntest dich dann voll auf deine Schauspielerei fokussieren. Ja. Ja, was machst du da genau? Na? Sollte man sich bei Stories für eine Sprache entscheiden? Wenn man internationaler ist, ich habe das auch mit Stella gehabt, weil Stella hat zum Beispiel in ihrer Statistik herausgefunden, dass der Großteil der Leute, die ihr folgen, ungarisch ist. Ja, habe ich gesagt, ey, dann sprech doch auf Deutsch oder Schweizerdeutsch und mach deinen Untertitel, den Text, den du dazu schreibst, auf Ungarisch. Ja, weil dann wissen beide, wie es funktioniert. Heute sagte mir auch einer, Trading ist Betrug und hat mich blockiert. Er ist voll davon überzeugt, dass es so ist. Soll er denken. Heute hat auch einer gedacht, ich habe meine Story, meine Follower gekauft. Hat er mir gesagt, er ist mir auf einmal gefolgt und er hat nie auf den Follow-Button gedrückt. Ich so, ich wusste gar nicht, dass wenn man Leute kauft, wirklich aktive Accounts, dass man das kaufen kann. Wie geht denn das? Ja, ich wusste, dass genau sowas kommt. Geh weg mit deinem Scheiß. Ich so, ich wünsche dir ganz viel Liebe. Du hast wohl ganz schön viel an dir selber zu arbeiten. Ja. Was machst du mit Leuten, mit denen du schon über ein Jahr in Kontakt bist, aber sie nur selten immer wieder antworten? Wie machst du den Pitch? Jetzt kommt der Guru-Satz. Jetzt kommt der Guru-Satz. Gerne müsst ihr euch alle aufschreiben. Hey, ich bin heute mal meine alten Chats durchgegangen. Das ist natürlich für die, die schon länger dabei sind. Ich bin heute mal meine alten Chats durchgegangen. Oh mein Gott, ich muss mich bei dir entschuldigen. Es tut mir so leid, wie ich damals mit dir geschrieben habe, bevor ich professional gegangen bin. Wisst ihr, welche Antwort kommt? Oh Gott, keine Ahnung. Ja, kann nicht stimmen, bla bla bla. Verzeihst du mir? Ja, klar. Schwupp, bist wieder im Game. Weil dann sagst du auch, jetzt bist du professionell. Jetzt gehst du das Ding richtig an. Jetzt macht es dir Spaß. Ja, also das ist so ein Satz zum Nachfassen von alten Kontakten. Richtig gut. Perfekt. So, weitere Fragen, ihr Lieben. Fragen? Wie viel machen Highlights aus? So heißen die Dinge oben im Profil. Also ein paar Highlights würde ich schon machen. Ja, ich habe bei mir jetzt zum Beispiel auch in die Highlight-Story meine Vorstellung sozusagen gemacht. Ich habe aber in der Vorstellung gar nicht gesprochen, sondern ich habe einfach this or that fragen. Was glaubst du, wie alt ich bin? So alt, so alt, so alt, so alt. Was glaubst du, was meine Hobbys sind? Ja, und das habe ich in meine Highlights. Also ich finde schon, mit der Zeit sollte man ein paar Highlights haben, weil die gucken die Leute immer mal wieder an. Es wirkt auf jeden Fall gut. Würde ich mal mit reinmachen, wenn man welche hat. Ja, wenn man tolle Reisen hatte oder so. Genau. Perfekt. Sehr gut. Habt ihr denn noch weitere Fragen, die Sie machen? Das Fenster, die Tür kippen? Was ist denn die Tür? Kippen? Ja. Bei Fam, wann entfolgst du wieder? Also aktuell entfolge ich noch gar nicht tatsächlich. Weil, na, das mache ich vielleicht in einem halben Jahr. Dann gehe ich mal wieder durch und entfolge allen, die mich nicht inspirieren. Ja, dann sortiere ich mal wieder aus. Aber sonst, ja. Perfekt.
Sonst wirklich gucken, ja, connecten, connecten, connecten. Dann machen wir nächste Woche Converting, dass das wirklich übergeht. Jeden Tag posten und Leute, nutzt es, dass ihr Reels postet. Wirklich. Ich komme auf sehr viele Profile, die schon Online-Business machen. Ja, es kommt darauf an, bei welchen Leuten du unterwegs bist. Wenn du bei einem Bodo Schäfer oder einem Tobias Beck oder so in den Kommentaren unterwegs bist, da sind ja schon prinzipiell Menschen, die sich für Persönlichkeitsentwicklung, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Ich finde, da hat man einen sehr schwierigen Stand, wenn man selber noch nicht weit ist. Für mich fällt es ein bisschen einfacher, mich mit den Leuten zu connecten, weil ich habe selber schon einen gewissen Stand sozusagen erreicht. Und dann geht es ein bisschen einfacher. Ja. Dann eher auf die Leute gehen, die nach Unterhaltung gehen. Also jetzt ganz blödes Beispiel. Geh mal bei Pietro Lombardi auf die Kommentare. Das sind nicht Business-Menschen. Das sind Menschen, die Ratsch haben wollen. Ja, die vielleicht noch nicht so gepitcht wurden. Weil ich meine, es kamen bestimmt schon viele Networker auf die Idee, bei einem Tobias Beck durchzugehen, bei einem Bodo Schäfer durchzugehen. Deswegen guckst du ein bisschen, was eure Interessen sind. Deswegen gehe ich gerade ganz gerne so Fitnessmenschen durch und gehe da in die Kommentare. Und wenn ich die Fitnessmenschen durchgehe, das sind disziplinierte Menschen, ja, die ziehen eine Sache durch. Mit denen kann ich mich am Anfang ein bisschen über Fitness unterhalten, ja, und dann kann ich dementsprechend rüber switchen. Was würdest du sonst noch empfehlen für neue Kontakte? Ja gut, also prinzipiell neue Kontakte knüpfen. Also wir haben ja gerade, ne, wir lernen ja dann auch jeden Tag noch dazu, aber wir haben Fam, wir haben es auf die Stories reagieren, wir haben auf die also Kommentare schreiben, wir haben auf Facebook in die Gruppen posten, wir haben auf Facebook Top-Fan werden und auf den Seiten posten. Und da kann man extrem viele Kontakte ziehen. Ja, extrem viele Kontakte. Deswegen, ja, genau. Und so wie Janina sagt, ruhig bei den Kommentaren ein bisschen runterscrollen. Da sind dann so, am Anfang sind meistens die mit den blauen Haken. Ja, wenn man natürlich sich nachher mit jemandem mit einem blauen Haken connectet und der ist offen dafür, dann ist es geil. Aber wie gesagt, da ist es meistens so, dass man dann schon irgendwo ein gewisses Ranking haben sein muss, haben darf. Ja, wenn ich eine 2 bin, dann kann ich nicht eine 8 anschreiben. Die werde ich nicht in mein Business ziehen. Wenn ich eine 8 bin, kann ich nachher aber locker eine 7 pitchen. Wie gehst du auf neue Leute zu, mit denen der Smalltalk eingeschlafen ist? Wie knüpfst du da wieder neu an? Du, ich musste heute mal an dich denken. Hast du eigentlich dich schon mal mit Trading beschäftigt? Converting, ganz einfach ein Pitch. Aus dem Nix kann man das einfach auch mal rausknallen. Nur die meisten Menschen haben ja Angst, die Leute direkt so anzuschreiben. Und das ist das, was meistens alles verhindert. Yes, perfekt. Halbe Stunde Q&A. Ja, schreibt euch wirklich regelmäßig, wenn ihr bei den To-Dos seid, wenn irgendwelche Fragen in eurem Kopf sind, schreibt euch diese Fragen auf, dass wenn wir so einen Call wie jetzt machen, ja, dass ihr mal wirklich richtig Fragen rausknallen könnt. Ja, was einem weiterhilft. Weil Network und Social Media ist ja nicht einfach nur Leute anschreiben und connecten. Ja, das ist Closing, das ist die richtigen Fragen stellen, das ist Mindset, das ist mit welcher Einstellung gehe ich auf die Menschen zu, mit welcher Intention schreibe ich die Menschen an, das ist ja so viel mehr. Ja. Deswegen würde ich sagen, belassen wir es für heute. Ich wünsche einen schönen Abend. Morgen wieder 22 Uhr. Und yes, dann sehen wir uns. Ciao, ciao.